Wir hoffen, ihr seid nicht allein, denn es wird gruselig in dieser Halloween-Folge. Damit hallo und herzlich willkommen zum 240. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Ja, die sagt Halli, hallo und ich kann jetzt leider nicht so böse lachen, wie wir es in unserem Vorspann gemacht haben, aber stellt euch mal vor, ich würde das jetzt tun. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser besonderen Hoaxilla-Folge und bei mir ist natürlich zum Glück, wie immer auch heute an diesem gruseligen Ereignis, der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Ja, die Intro, ihr habt es gehört, vielen Dank übrigens für diese Einleitung. ist eine Reminiszenz an etwas, was wir vor 9 Jahren, als wir angefangen haben, tatsächlich gemacht haben, nämlich diese Idee, dann zu Halloween eigene Intros zu haben. Damals hatten wir eine ganze Woche. vor allen Dingen haben wir, glaube ich, 3 Folgen zu Halloween gemacht, 2010 damals. Und ich fand heute einfach den Gedanken ganz lustig, mal wieder so eine eigene Intro zu machen zu dieser Halloween-Episode. Wohl wissend, dass ihr die wahrscheinlich nicht alle an Halloween hören werdet, aber zumindest gedanklich könnt ihr euch vielleicht ein bisschen gruseln bei dieser Episode. Und Dank und weitere Infos, glaube ich, machen wir am Ende der Episode, mal heute nicht am Anfang, und steigen dann mal direkt in das weitere gruselige Geschehen ein. Naja, ich lasse das lieber. Die Story der Woche. Auch die heutige Hoaxilla-Story ist natürlich passenderweise ein bisschen unheimlich und vor allem extrem blutig im wahrsten Sinne des Wortes. Die Geschichte spielt im Jahr 2016 in Amsterdam, in einem Nachtclub, in einem Club, wo getanzt wird, und an Halloween passenderweise. Und die Veranstalter einer Party haben sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar hat dieses Ereignis, was sie sich da erdacht haben für Halloween, diese Party, zu tun mit einem Film, den ich auch sehr, sehr verehre, nämlich den ersten Blade-Film. Da gibt es ja eine ganz berühmte Szene am Anfang, wo ein Mensch auf verschlungenen Wegen in einen Club gerät, der voller Vampire ist, und da findet eine Party statt, und an irgendeinem Punkt, jetzt ohne zu viel spoilern zu wollen, kommt aus der Sprinkleranlage in der Decke Blut, und ab diesem Punkt wird die ganze Party für diesen Menschen zu einem sehr, sehr unheimlichen und dann am Ende auch wirklich sehr, sehr gefährlichen Ereignis. Ich finde das Stück, was da gespielt wird, die Musik ist super, diese ganze Idee finde ich toll, das sieht einfach fantastisch aus auf Film, also worauf großartig. Du stehst. Ja, ich finde das toll. wenn man sich jetzt aber überlegt, dass das Ganze so auch in der Realität stattfindet, und zwar, jetzt kommt der Knackpunkt, mit echtem Blut im 21. Jahrhundert in einem Club in Amsterdam, dann möchte man doch fast sagen, dass das ein bisschen übertrieben ist und die Veranstalter der Party, also auch was rein schon Gesundheitsrisiken und Hygiene angeht, da echt einen schweren Fehler gemacht haben. Also, wollte gerade sagen, Infektionsgefahr. Eben, das kannst du eigentlich heute nicht bringen. Die haben das trotzdem gemacht. Und das Ganze ist natürlich auch entsprechend irgendwie nicht gut angekommen. Also ziemlich üble Sache. Da haben sie eigentlich irgendwie so diese Idee, sowas als Horror-Effekt im Film zu machen, so ein bisschen sehr auf die Spitze getrieben. Sowas kannst du halt in der Realität nicht bringen. Haben sie aber gemacht, wenn die Geschichte denn stimmt. Ich mache ja die Holländer und ich finde die auch manchmal ein bisschen verrückt, so im positiven Sinne. Ich weiß nicht die Auflösung, aber ich bin gerade ein bisschen skeptisch. Aber lasst euch nicht von mir beeindrucken. Seid ihr anderer Meinung, und wir, also ich kann ja Alexa jetzt gerade anschauen, ich mit lächle. Großen Augen, sie lächelt wie ein Sphinx und sagt mir nicht, was die Auflösung ist. Wir erfahren es dann nachher alle gemeinsam. Musik.
Thema der Woche. Wir haben zur letzten Episode sehr viel positives Feedback bekommen. Viel mehr positives Feedback, als wir eigentlich gedacht haben, weil wir mit dieser Reminiszenz auf Akte X immer überlegt haben, mal jetzt irgendwann kommt der Erste, der schreibt, jetzt fällt Ihnen gar nichts mehr ein, jetzt reden Sie über eine Fernsehsendung. Aber ich glaube, ihr habt als Zuhörerinnen und Zuhörer von Hoax sehr, sehr genau verstanden, um was es uns ging. Das war auch das Feedback, was wir bekommen haben. Und ich glaube, viele, die uns auch schon mal per Mail oder sonst wie die Frage gestellt haben, haben nochmal einen guten Einblick in unsere Beziehung zu Akte X bekommen. Und vor diesem Hintergrund sind wir eigentlich ermutigt, und ihr habt den Titel ja gerade schon gelesen, auch die heutige Folge. Und wobei die Idee schon ein bisschen älter ist als die zur Akte X-Folge. Ja, genau. Aber auch wieder ein Medienprodukt uns herzunehmen und darüber zu sprechen, wobei wir dieses Thema ja auch schon wieder an ganz verschiedenen Stellen gestriffen haben und auch den Film, also Blair Witch Project, ihr habt ja den Titel der Episode gelesen, immer wieder auch erwähnt haben und referenziert haben, ganz früh. Genau, in der Folge zum Thema Wald, wo wir also ein bisschen mehr den Schwerpunkt darauf gelegt haben, dass dieser ganze Film natürlich den Wald in einer ganz bestimmten Art und Weise darstellt. Also da ging es ja eigentlich so um unheimliche Dinge oder überhaupt, was bedeutet der Wald in unserer Kultur? Ist es ein Erholungsgebiet? Ist es was Positives? Ist es ein Ort, wo unsere Ängste, gerade wenn es denn dann dunkel wird, leben und wachsen, blühen und gedeihen? Also damit haben wir uns beschäftigt und das hat mir auch sehr, sehr viel Freude gemacht damals. Eine in der internen Huxilla-Redaktionskonferenz damals maximal umstrittene Episode. Wir reden hier über den Juni 2010, als die Folge Mythos Wald. Alexa, wir machen hier keine Volkskunde-Vorlesung. Genau, und ich hatte keine Ahnung, worum es eigentlich geht, weil ich auch noch nicht tief genug in deinem Studienthema war. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir gemerkt haben, dass wir bei Huxilla andere Dinge machen können als die anderen skeptischen Podcasts. Und das haben wir dann auch beibehalten. Also wen das interessiert, der die noch nicht gehört hat und mit deutlich schlechterer Soundqualität umgehen kann, der kann nochmal in diese alte Folge Nummer 5 tatsächlich von Huxilla reinhören, Mythos Wald. Und da haben wir auch schon über Blair Witch Project gesprochen und jetzt aktuell, also nicht aktuell, weil er im Sommer damals veröffentlicht wurde, aber der Film ist in diesem Jahr 20 Jahre alt geworden und aus der Retrospektive, ich habe ihn jetzt tatsächlich dieser Tage das erste Mal in Gänze gesehen, gar nicht mehr nachzuvollziehen, warum dieser Film Blair Witch Project so einen Impact hatte, wenn man den heute guckt, ist das irgendwie so... Impact im Sinne von Horror? Nee, von ja, Angst, sowohl als auch gesellschaftlicher Impact als auch Horror. Echt? Ja, also... Also das war damals, aber da können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Nein, ich wollte einfach sagen, innovativ. Ja, natürlich, vor 20 Jahren. Ja. Und wenn man den aber heute das erste Mal guckt und dann anfängt mal nachzurecherchieren, was dieser Film für eine Wirkung 1999 hatte, ist man doch überrascht, was da eigentlich passiert ist, weil man sagt, puh, wenn der heute ins Kino käme, würde da kein Hahn mehr nachkrähen. Der hätte auch nicht diesen Erfolg, den er hatte. Das, ja, aber genau. Das werden wir natürlich heute aufrollen. Mhm. Und insofern können wir aber mit der Folge über den Film Blair Witch Project das nochmal beleuchten und können auch nochmal beleuchten, warum der Film erfolgreich war und was an diesem Film ja so grundlegende Muster vielleicht auch sind von Dingen, die uns beschäftigen. Also wenn ihr bis heute nie etwas von The Blair Witch Project gehört habt, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, wenn ihr nicht wisst, wie dieser Film, unter welcher Prämisse der Film damals 1999 in die Kinos gekommen ist, was es alles an Dokus, Informationsquellen, Internetseiten drumherum gibt, dann macht bitte an dieser Stelle die Folge aus. Für alle anderen, ich glaube, das ist die Mehrheit, sage ich jetzt an dieser Stelle, dass es sich um ein fiktionales Werk handelt, dass wir, glaube ich, heute kaum noch jemandem erzählen können, dass es sich um tatsächlich gefundenes Filmmaterial von verschwundenen Filmstudenten handelt, die man nie wiedergefunden hat und die unter ganz mysteriösen Umständen vermutlich, muss man befürchten, ums Leben gekommen sind. Also all das ist eine Fiktion. Was ich, das können wir dann vielleicht noch en Detail ausführen, so spannend finde an dem Projekt, ist, dass es auf so vielen Ebenen funktioniert. Die haben sicher nicht nur die ganze Backstory ausgedacht um diese Filmstudenten drumherum, den ganzen Plot des Films, sondern die haben im Prinzip
Folklore imitiert. Die haben eine ganze Geschichte eines kleinen Städtchens, eines Dorfes und eine Sage über eine angebliche Hexe mit allem drum und dran, mit Forschungsliteratur und allem Zip und Zap drumherum erfunden. Das hat fast was Rollenspielartiges und das finde ich ganz, ganz großartig. Ich mag sowas. Und das war das Entscheidende zum damaligen Zeitpunkt. Und dabei haben sie Muster aufgegriffen, die diese starke Wirkung hatten, über die wir dann auch schon gesprochen haben. Wir haben über Mythos Wald gesprochen, weil der Film im Wesentlichen, also es ist ein Found-Footage-Film, du hast es gerade so im Nebensatz gesagt, wer den Film nicht gesehen hat, es geht um einen Film, wo man im Wesentlichen Material von Filmstudenten sieht, was die selber gefilmt haben. Und es wird auch nicht kommentiert und es gibt auch kaum andere Quellen in diesem Film, sondern im Wesentlichen soll eine Dokumentation gedreht werden von Filmstudenten über ein Waldgebiet und die Geschichte dieses Waldgebietes und die verschwinden und man findet ein Jahr später ihr Filmmaterial, entwickelt das und eine Filmfirma kauft das dann und veröffentlicht es. Was wir da drin haben, ist zum einen Mythos Wald, ich habe schon gesagt, und dann haben wir 2012 auch schon eine Folge gemacht über die Bell Witch, über die Hexe von Bell. Ganz ähnliche Geschichte, ähnlicher Zeitrahmen so gefühlt, wenn ich mich da noch richtig erinnere, hört selber in die Folge-Episode rein. Es gibt Parallelen. Es gibt deutliche Parallelen. Teilen der Mythology. Genau, der Folklore. Und vielleicht fangen wir mal an, weil es ja auch Halloween ist, dass wir mal die Geschichte der und nochmal der angeblichen Hexe von Blair nochmal für euch aufrollen. Und dabei wird schon deutlich, was die Filmemacher an Zeit und Energie aufgewendet haben, damit diese Geschichte gut ist. Denn die Hexe von Blair ist laut der Folklore, die für den Film geschrieben worden ist, eine Dame namens Ellie Catwert, die im Winter 1785 aus Irland nach Ich glaube, 69 ist sie von Irland losgesegelt und 85. Du hast völlig recht. Sie ist 69 losgeregelt, 85 sind dann die Ereignisse der Region um Birkittsville, um das heutige Birkittsville rum. Und interessant da schon die Tatsache, dass sie eine irische Katholikin war, die in das protestantische Maryland kommt und da sofort natürlich auffällt, auch wegen ihres Glaubens. Und ja, so ein bisschen verschrien ist, so ein bisschen Outsider ist. Und in der Folklore ist es dann so, dass sie im Winter 1785, der ein besonders schlimmer und kalter Winter gewesen sein soll, aus der Stadt Blair vertrieben wird, verbannt wird, muss man sagen, weil Kinder der Stadt sie beschuldigt haben, Zauberei oder Hexerei anzuwenden. Genau, also wir haben hier allein schon in diesem Hexerei-Fall ganz interessante Elemente drin. Also zum einen eben die Kinder, also man würde jetzt sagen, sie haben Ellie Catwert als Hexe besagt. Das wäre so der Ausdruck, also beschuldigt. Mit 1785 würde man sich dann, weil wir uns schon weit im Zeitalter der Aufklärung befinden, schon so gegen Ende der Hexenprozesszeit befinden. Also zumindest in einer Zeit, wo in Europa die Hexenprozesse wesentlich seltener werden. Also die frühe Neuzeit ist da sicherlich so als die eigentliche Zeit der Hexenprozesse zu sehen. Und ja, das ist schon ein ganz spannender Effekt oder ein ganz spannendes Element. Du hast eben gesagt, eine irische Katholikin, die in ein ganz anderes Setting kommt und das eben schon so einen sozialen Konflikt in sich birgt. Also da ist jemand, der ist von seiner Religion her anders, der ist vielleicht sowieso schon so ein bisschen verdächtig, kann sich nicht so ganz in dieses Jahr sehr reglementierte und sehr eng strukturierte dörfliche Leben einfügen, in die Gemeinschaft einfügen. Und das ist genau der Punkt bei vielen Hexenprozessen. Also einmal auch ganz andere Hintergründe, Konflikte anderer Art, die dann sozusagen über diese Hexenschiene mit Beschuldigung ausgetragen werden. Politische Konflikte, aber eben auch soziale Konflikte, die sich da auf diese Art und Weise bahnbrechen. Wen das mehr interessiert, das ist ganz witzig, weil inzwischen das geht das immer, kann man in Folge 9 reinhören, wo wir die Hexenverfolgungen gesprochen haben.
auch damals aus 2010, da haben wir nämlich genau dieses Thema nochmal aufgegriffen. Also es sind nicht immer nur die Kräuterweiblein und die weisen Frauen, gut, in dem Fall ist es jetzt eine Frau, die beschuldigt wird, aber in den Hexenprozessen wurden durchaus auch Männer und auch Kinder der Hexerei bezichtigt und die Konflikte, die dahinter stecken, haben meistens nicht die Natur, dass die Ärzte sozusagen die Hebammen und weisen Kräuterfrauen irgendwie unter einen sozialen oder gesellschaftlichen Teppich kehren wollten, sondern andere Gründe. Sie wird also verbannt, ob dieser Anklage, sie wird für schuldig befunden und wird dann an einen Baum gebunden, mit Steinen beschwert, damit sie nicht zurückkommen kann. Und man geht eben davon aus, dass sie verstirbt. Also verbannen heißt ja nicht nur aus der Stadt rausschmeißen, sondern man sorgt schon auch dafür, dass sie definitiv nicht wiederkommt. In dem Fall ja. genau. Ne? Das klingt ist ein bisschen euphemistisch, wenn man liest, sie sei banned worden. Und im darauffolgenden Jahr ist es dann aber tatsächlich so, und da kommt dann so der erste Anzeichen eines Fluches zum Tragen, dass all diejenigen, die sie angeschuldigt haben und aber auch darüber hinaus die Hälfte der ganzen Kinder der Stadt Blair verschwunden sind. So ein bisschen das Rattenfänger-Motiv, was da auch mit einer Rolle spielt. Und das hat dann dazu geführt, dass die Bewohner von Blair den Ort verlassen haben, weil sie gesagt haben, das ist jetzt hier verflucht. Und die Stadt Blair ist dann zunächst mal verlassen. Einige Jahre später, also um genau zu sein, 40 Jahre später, 1825, gibt es dann auf der, auf den Ruinen kann man fast nicht sagen, weil damals hat man ja noch in Holzhäusern gewohnt, aber am Platz, an dem Blair war, dann die Stadt Burkittsville, die sich gegründet hatte im Rahmen des Ausbaus der Eisenbahn in den Vereinigten Staaten. Und da gibt es dann ein Wheat Harvest Picnic, also quasi sowas wie ein Erntedankfest schon fast oder so. Und bei diesem Event ertrinkt dann ein kleines Mädchen, die Eileen Trickle, in einem ganz, ganz flachen Fluss, dem Tappy East Creek. Und die Menschen, die dort dabei sind bei diesem Festpicknick, sagen hinterher unisono aus, 11 Augenzeugen soll es gegeben haben, dass eine weiße Hand aus dem Fluss gekommen ist und das Mädchen in diesen flachen Fluss hinuntergezogen hat, sodass sie dann erst ertrunken ist. Hier auch ein ganz interessantes Motiv. Das Ertrinken im flachen Wasser, gut 1825 Mode, weiß ich jetzt nicht genau. Gut, wenn es sich schon gegen Ende des Jahres dort abgespielt hat, dann werden die wahrscheinlich auch eher Wollkleidung getragen haben. Kommt gar nicht so von ungefähr. Ich habe mal einen recht interessanten Bericht gesehen über frühneuzeitliches Alltagsleben in der Tudor-Zeit. Und dort wurde gesagt, man glaubt gar nicht, wie viele Frauen beim Wäschewaschen im Fluss ertrunken sind. Weil sich die Kleidung so vollgesaugt hat. Das muss gar nicht mal besonders tief sein, das Wasser, weil die Kleidung, also die Wolle, wenn man da Lagen und Lagen von Kleidung und Wolle irgendwie am Körper trägt und ein eventuell mit Fischbein verstärktes Leibchen noch irgendwie trägt. Also so Korsett quasi. Ja, Korsett, sowas in dem Sinne, dann kann das durchaus sein, dass man da einfach unter Wasser gezogen wird und dann ertrinkt. Das ist eigentlich eine ganz schön gruselige Vorstellung. Und insofern, ich weiß jetzt natürlich nicht, inwieweit die Autoren das alles en Detail im Kopf hatten, als sie diese Lore geschrieben haben. Aber ja, das sind so ganz nachvollziehbare Motive eigentlich. Und du hast immer so ein bisschen auch, selbst in diesen Geschichten, so die Ambivalenz. Ja, man kann natürlich glauben, dass da was Übernatürliches dran ist. Aber man kann es auch als historischen Fall von Falschbeschuldigungen und Unfällen und so weiter sehen, der gar nicht unbedingt was mit einem echten Fluch zu tun hat. Haben muss. Das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Das kann man sehen, aber wenn man dann weiterliest, was dem Ertrinken geschehen ist, natürlich wieder entsprechend nämlich unheimlich. Die Tatsache, dass der Fluss oder dieses Flüsschen, Creek ist ja eher so ein kleinerer Fluss, ne, verstopft wurde mit öligen Hölzern, also Stöcken und Ästchen, die dann den Fluss hinuntertrieben, noch über eine längere Zeit, und ein Mann, der dann aus dem Fluss getrunken hat, verstorben ist und auch mehrere Tiere verstorben und krank geworden sind, nachdem sie da aus dem Fluss getrunken haben, in den Wochen nach diesem Vorfall, dann wird schon deutlich, dass hier auch unter Umständen wieder Ellie Catworth tätig geworden ist. Weitere 40 Jahre später, roundabout 41 Jahre später, haben wir dann die Geschichte
der kleinen Robin Weaver in den Dokumenten zu finden. Und der ist die Hexe von Blair offensichtlich direkt begegnet. Ja, ne? Also sie hat beschrieben, dass sie im Wald bei Burkittsville, also da eben der Blair-Nachfolgesiedlung, eine Frau gesehen hat, eine alte Frau, die angeblich wohl nicht den Boden berührt hat mit den Füßen, also auch schon so ein bisschen spooky, unheimlich, übernatürlich. Aus irgendwelchen Gründen, weil die Frau sehr freundlich war, ist sie, ist das Mädchen dann dieser Frau gefolgt bis zu einem alten verlassenen Haus im Wald. Und die Frau hat ihr gesagt, warte mal da, ist dann verschwunden, hat aber gesagt, ich komme bald wieder. Und dieses Mädel hat im Keller dieses Hauses gestanden und gewartet und ihr wurde immer unheimlicher zumute und sie fühlte sich auch irgendwie so bedroht und hat dann irgendwann gesagt, so, ich verschwinde jetzt hier, dann kriecht sie irgendwie durch ein Fenster und versucht irgendwie zurück ins Dorf zu gelangen. In der Zeit ist aber schon ein Suchtrupp losgeschickt worden, ja, weil die Eltern sie natürlich vermisst haben. Und dieser Suchtrupp wird also auch von dieser Hexe von Blair heimgesucht und auf ganz besonders scheußliche Art und Weise umgebracht. Und das ist dann hinterher wieder ein ganz zentrales Motiv, was auch im Film untersucht wird, nämlich die Leichen dieser Männer, die da also gesucht haben, werden dann am Coffin Rock gefunden, ohne Eingeweide, an Händen und Füßen zusammengebunden, also so ein bisschen sternförmig kann man sich das wahrscheinlich vorstellen. Und werden entdeckt, also von anderen Leuten, die da gesucht haben. Dann gehen diese Leute weg, um Den Suchtrupp dann gesucht haben. Die den Suchtrupp gesucht haben, zieht also weitere Kreise. Die wollten dann wiederum den Sheriff informieren. Und als die dann alle wiederkommen, sind die Leichen verschwunden. Aber es wird gesagt, der Verwesungsgeruch hing noch in der Luft. Und in den Gesichtern, Armen und Brüsten des ursprünglichen Suchtrupps waren dann noch Runen geritzt. Wir springen dann in das Jahr 1940 und kommen dann zu einer Geschichte, nämlich den Massaker der Burkittsville 7. So ist es dann in die Annalen eingegangen. Und hier haben wir es mit einem klassischen Serienkiller zu tun, der insgesamt 7 Kinder umbringt bei sich im Keller. Er wohnt ein bisschen außerhalb des Ortes Burkittsville und wird dann hinterher auch verurteilt. Gehängt, weil er die Kinder mit dem Satz, möchte ein bisschen mitkommen, ich habe Süßigkeiten, in seine Hütte gelockt hat. Ja, ein ganz klassisches Motiv übrigens. Offensichtlich immer in Paaren die Kinder geholt hat. Und ein Kind musste dann im Keller in der Ecke stehen, mit dem Gesicht zur Wand stehen, während er ein weiteres Kind ermordete, und zwar auch, indem er es am Ende ja entweidete. Also ganz, ganz schrecklich. Und nachdem er 7 Kinder auf diese Art und Weise dann umgebracht hat, kam er nach Burkittsville und sagte, ich bin fertig, und hat dann im Rahmen des Prozesses, der ihm dann natürlich gemacht wurde, also er hat sich selber... dass er das macht, dass er also quasi selber zugibt, dass er es gemacht hat, ist auch der Hexe geschuldet. Genau, denn sowohl die Morde als auch die Tatsache, dass er dann hinterher sich stellt, sei ihm von einer Frauenstimme eingegeben worden, die er gehört hat, und das war die Hexe von Blair. Und damit sind wir dann an dem Punkt in dem Film The Blair Witch Project, wo dann wir uns 1994 befinden, wo also die Filmstudenten über diese ganzen Ereignisse und über den Ort eine Dokumentation drehen. Genau, wollen. Und im Prinzip, was Heather Donahue, diejenige, die sozusagen bei dem Projekt das Heft in der Hand hat, eigentlich macht, ist, einen volkskundlichen Film zu drehen. Genau. Sie fährt also raus, macht eine Reportage, interviewt die Bewohner von Burkittsville, befragt sie darüber, was für Sagen sie denn kennen. Sie macht das natürlich, es ist halt wirklich ein Film und es ist auch ein Horrorfilm, nicht ganz auf eine, sagen wir mal so, ja, nüchterne wissenschaftliche Art und Weise. Es ist schon relativ... es ist sehr, sehr stimmungsvoll, wie sie das macht. Es ist ein ganz kleines bisschen reißerisch, und sie unterscheidet natürlich dann, oder eventuell hätte sie das im Nachhinein noch gemacht, nicht so sehr zwischen
dem, was die Menschen glauben, was sie für Geschichten kennen und was es für tatsächliche historische Dokumente gibt. Also da sind die Grenzen bei ihr so zwischen Realität und dem, was man nicht belegen kann, nicht so ganz sauber ausgearbeitet, aber das sei mal dahingestellt. Sie macht eigentlich einen volkskundlichen Film. Genau. Und was natürlich der Zuschauer im Film sieht, ist dann die Vermischung zwischen dem, was eigentlich für den Film, für den Dokumentarfilm gedreht wurde und Aufnahmen, die drumherum mit den normalen Videokameras oder einer normalen Videokamera, die sie dabei hat, auch gemacht werden. Interessant übrigens dabei jetzt nochmal ganz kurz all das, was wir euch gerade geschildert haben. Und man ist da immer geneigt, wie du schon gemacht hast, zu sagen, was ist denn da so an Wahrheitsaspekten dran? Und so ein Serienkiller mit den Kindern, das wirkt sehr real. Und es gibt Fälle, die ähnlich sind. Du hast gesagt, man kann auch im flachen Wasser ertrinken. Ein Serienmord im Wald. All das klingt so, als ob man wäre sofort bemüht, anzufangen zu recherchieren. Und im Gegensatz zum Slenderman, über den wir ja auch eine Episode gemacht haben, ist das nichts, was im Netz quasi von selbst gewachsen ist. Wir finden ja heute ganz viele Geschichten über den Slenderman bis hin zu diesem tragischen Ereignis der vermutlich psychisch angeschlagenen jungen Frauen, die dann gesagt haben, der Slenderman hat uns befohlen, eine Mitschülerin zu ermorden. Das ist gewachsen, nachdem es eigentlich einen Fotowettbewerb gab. Photoshop mal ein Monster. Beim Blair Witch Project war all das schon geplant. Ja. Das heißt, es wurden Hinweise gesetzt im Rahmen der Werbekampagne, insbesondere mit der Homepage blairwitch.com, die heute ganz anders aussieht. Ich werde nachher nochmal versuchen zu gucken, ob ich in der Wayback Machine den Ursprungszustand der Internetseite nochmal finde. Und diese Internetseite wurde lange vor dem Film gelauncht. Und das war virales Marketing. Das heißt, da hatten die Filmemacher im Prinzip all das, was man sich sonst wahrscheinlich im Netz ausgedacht hätte, vorher schon ausgedacht. Genau. Ne? Ich wollte noch einmal ganz, ganz kurz zurück zu der Geschichte der Blair Witch, weil wir da auch im Prinzip verschiedene Elemente haben, die wir eigentlich auch in anderen Horrorfilmen auf ganz konventionelle Weise oft dargestellt finden. Wir haben den Vorwurf der Hexerei. Wir haben das Motiv des Spuks, weil die Hexe von Blair ganz oft auch als Geist oder geisterhafte Erscheinung vorkommt. Also die Bewohner von Burkittsville erzählen auch teilweise von so nebelhaften Dingen, die sie über dem Fluss im Wald gesehen haben. Oder einmal sei, also eine Bewohnerin Mary Brown, die selber den Ruf hat, irgendwie ein bisschen wunderlich zu sein, erzählt, sie hat eine Frauengestalt im Wald gesehen, die aber ganz behaart war, die so eine Art Fell hatte. Genau. Also sowas Monsterhaftes haben wir also auch als Motiv. Wir haben den Fluch als ganz zentrales Horrormotiv. Weil jeder aus 1000 anderen Filmen. Genau, weil ja alle 40 bis 50 Jahre scheinbar etwas Schreckliches passiert. Genau. Und wir haben das Serienkiller-Motiv. Also wir haben ganz verschiedene Dinge, die da schon im Vorfeld sozusagen in der ganzen Folklore, die drumherum gestrickt wurde, eine Rolle spielen. Und trotzdem, trotz dieser ganzen konventionellen Motive drumherum, ist der Film selber für damalige Verhältnisse komplett unkonventionell gewesen. Da gibt es keine Special Effects, da gibt es keine Dinge, wo man irgendwie sagen würde, haha, irgendwie das kennen wir aber schon aus 30 anderen Filmen, sondern das war ziemlich innovativ. Und ja, also Macher des Films können wir gleich nochmal gerne besprechen. Interessant dabei ist ja, dass all das, was wir euch gerade geschildert haben, jeder einzelne Event, also in dieser 40 bis 50 Jahre Nummer, ja eigentlich schon gereicht hätte, um, wenn wir nochmal auf Akte X zurückgehen, darüber eine eigene Akte X-Folge zu machen. Das wird hier aber alles in ein Geschichtenkonstrukt gemacht und eigentlich ist das schon too much. Das war aber offensichtlich notwendig zur damaligen Zeit, um so viel Aufmerksamkeit zu erregen auf diesen Event Blair Witch Project. Und wenn wir nochmal bei dieser Internet-Lore, die die Macher des Films gesponnen haben, eingehen, es ging also so weit, es gab die Internetseite, wo also all diese Geschichten zu finden waren. Es gab dann auch Interviews mit dem Sheriff und es gab dann Berichte. Ja, es gibt die Dokumentation Curse of the Blair Witch, ne, wo alles sozusagen der Fall aufgerollt wird. Genau, also das gab es dann, ich wollte jetzt auch noch gerade bei der Internetseite bleiben. Also da schon Berichte und Fotos, angebliche Einträge in das Tagebuch, was man dann noch gefunden hat von Heather Donahue, gab es glaube ich auf der Internetseite. Die Vermisstenanzeige. Also das wirkte alles sehr, 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 sehr real. Und dann im nächsten Schritt, also als dann schon die Leute
Netz darüber gesprochen haben, haben die Filmemacher noch einen Teil des Budgets darauf verwendet, die Doku, die du jetzt gerade schon angesprochen hast, noch zu machen, nämlich Curse of the Blair Witch. Und das lief dann im Sci-Fi Channel. Und das war im Prinzip ein 45-Minuten Werbespot. Wir können euch den verlinken, weil es die auch bei YouTube gibt, diese Doku. Wo die Grenzen absolut fließend waren und man das einfach nicht mehr einordnen konnte. Das wirkte halt wie so eine History Channel Sendung oder Nachrichtenschnipseln. Nachrichtenschnipsel, der Sheriff kommt zu Wort, Historiker kommen zu Wort. Der Dozent an der Filmhochschule kommt zu Wort. Und es ist ganz am Ende kommt dann sozusagen an dieser Dokumentation, die all das, was wir gerade euch erzählt haben, plus dem Verschwinden der Filmstudenten, kommt dann die Einblendung, das verschwundene Filmmaterial wird dann und dann von der Filmfirma sowieso ins Kino gebracht. Und das war natürlich dann letztendlich mit dem Hinweis auf die Internetseite übrigens unten drunter dann noch am Ende dieser Dokumentation das, was nochmal das befeuert hat. Und selbst wenn man die Vermutung jetzt hatte, das ist eine fiktionale Geschichte, was glaube ich nicht alle Leute 99 hatten, sondern es war so, dass man dann sogar noch die IMDb faken konnte zum damaligen Zeitpunkt. Das heißt, die drei Hauptdarsteller hatten dann den Eintrag bei der IMDb, bei der Internet Movie Database, dass sie verschollen seien und für tot erklärt sind. Das heißt, wenn man also nachgeguckt hat nach Heather Donahue, die tatsächlich ihren eigenen Namen auch trägt in diesem Projekt. Ja, also die Schauspielerin, sie haben ja sich also eine fiktionalisierte Version von sich selber geschrieben. Genau. Fand man zum damaligen Zeitpunkt jetzt Geburtsdatum und dass sie verschollen ist. Und all das zusammen hat natürlich Leute tatsächlich davon überzeugt, dass diese Geschichte eventuell tatsächlich echt ist, obwohl das nicht der erste Found-Footage-Film ist. Mhm. Die Idee gab es vorher schon, auch gerade im Horror-Genre. Und was dann aber war, ist, dass die Leute, die eventuell gedacht haben, es ist ein fiktionaler Horrorfilm, gucke ich mir halt an, gar nicht das bekommen haben, jetzt kommen wir auf das schon, was du gerade gesagt hast, Alexa, was man normalerweise erwarten würde. Denn es gab nicht nur keine Special Effects oder solche Geschichten, sondern es gab auch nicht diese klassischen Scare Jumps. Mhm. Also die Geschichte ist dann plötzlich immer Jumpscares. Ne, also jemand wird auf die Schulter gefasst oder so. Das gab es alles nicht. Die bei mir übrigens super gut funktionieren. Bei mir auch. Ich gucke ja eigentlich gar keine Horrorfilme. Und es gab auch nicht die cheesy Love Story. Ja. So, ne? Und was man dann sieht, tatsächlich wirkt auch in Teilen deshalb so real in diesem Film, obwohl es ein fiktionales Werk ist, weil zwar die Outline der Geschichte von den Machern des Films geplant war, aber die drei Schauspieler im Wald zum einen das Material wirklich selber gedreht haben, da war kein Kameramann dabei, und sie jeweils Anweisungen bekommen haben, abends immer, also das Konzept war so, sie wurden in den Wald geschickt, hatten ein GPS-Gerät dabei und sollten dann immer zu einem bestimmten Punkt gehen. An diesem Punkt konnten sie dann das Zelt aufbauen, was sie tatsächlich übrigens nicht mit sich rumgetragen da haben. Da haben sie so, nicht Milchflaschen, aber so also Dosen, Behälter. Sie sagen immer Milkcans, wird immer gesagt, was es auch immer für Behälter waren. Also mit so Wimpeln drauf, dass man das auch schnell finden identifizieren konnte. Da lag dann das Material, um das Zelt aufzubauen. Das mussten sie nicht tragen, das hat die Filmcrew da immer hingebracht. Aber sie haben das Zelt selber aufgebaut. Und dann gab es Filmdosen, in denen dann für jeden Regieanweisungen waren, die sie selber nicht den anderen sagen durften, um ja Antagonismus auch zwischen den Figuren hinzubekommen. So war das Konzept. Es wird häufig kolportiert, dass sie immer weniger Essen bekamen und dann fast verhungert sind. Ja, das stimmt so nicht, muss man mal sagen. Das findet man immer wieder im Netz. Tatsächlich ist es so, dass die Essenrationen runtergeschraubt wurden, aber sowohl die Schauspieler als auch die Macher sagen, es war nie so, dass sie wirklich ganz schlimm waren, aber es ging ihnen halt einfach schlecht und sie mussten da 8 Tage durch den Wald laufen. Ja, es gibt einen Satz, den man wirklich schön auf Deutsch zitieren kann von einem der Macher. Eure Sicherheit ist unser oberstes Gebot, aber euer Komfort, eure Bequemlichkeit nicht. Genau, das war also, das Credo. Die sollten schon so ein bisschen so eine unangenehme Erfahrung haben, weil das auch einfach Spannung erzeugt, die sich dann wirklich in dem Filmmaterial auch niederschlagen. Und ist an einer Stelle des Films, also wir spoilern hier natürlich, verschwindet dann einer der drei Hauptcharaktere und auch das war nicht so ganz klar den anderen beiden, dass der verschwindet, sondern der war dann tatsächlich irgendwann weg und der hat dann auch die Anweisung bekommen, warte, bis die schlafen nachts im Zelt und dann gehst du raus und mach dich vom Acker und dann hat er die Anweisung, wo er hinkommen soll und ist dann ins Auto geladen worden. Die Geräusche, gut, dass der auf dem Weg nicht verloren gegangen ist. Ja, das wäre ziemlich dramatisch gewesen. Die Geräusche, die man auch im Film hört, ist tatsächlich die Filmcrew, die dann natürlich wusste durch diese GPS-Geräte, wo die drei Schauspieler sind, die haben dann
Äste zerbrochen und haben die dann ins Unterholz geschmissen, immer außerhalb der Reichweite der Schauspieler. Das sind die Geräusche, die man im Film hören kann. Und man findet unter anderem in der IMDb dann auch den Satz, dass dann in der dritten, vierten Nacht irgendwann am Zelt gerüttelt wurde und die Schauspieler dann tatsächlich real Angst hatten. In einem schönen Artikel zum 20-jährigen Jubiläum, den wir euch verlinken, klingt das ein bisschen anders. Entweder wollen sie das nicht mehr eingestehen. Ich glaube das aber schon, dass es so war, weil die Schauspieler sagen, eigentlich waren sie eher genervt, weil sie irgendwann, wenn sie dann im Zelt lagen und es halbwegs warm war. Ja, es war halt immer nass und kalt. Genau, und irgendwann lag so halt auf der Luma im Zelt zugedeckt und dann kamen die halt trotzdem, haben die auch noch die Nachtruhe weggenommen. Da waren sie dann immer etwas genervt. Es gibt so den Satz in diesem Artikel, bevor die Kamera dann angemacht wurde, war immer, oh, okay, dann lass uns mal wieder loslegen. Also es waren Schauspieler und auch das Ende des Films ist tatsächlich in mehreren Varianten gedreht worden, weil man sich nicht ganz sicher war, ob das Ende des Films, das richtige Ende des Films ist und gut genug ist und ich ob von allen verstanden wird. Finde ich auch, dass es ein sehr, sehr gutes Ende ist. Aber es gibt halt mehrere Versionen und es gibt auch in diesem 20-Jahre-Artikel, kann man mal sehen, die verschiedenen Fassungen des Endes, die gedreht wurden. Und da sieht man dann schon, dass das schon auch Filme machen war. Und gerade die Sequenz am Ende des Films insgesamt hatte dann viel mehr mit realem Filmemachen zu tun als der Rest des Films. Geht auch nicht anders. Also, genau, also aber da gelingt natürlich eine sehr gute Illusion am Ende davon, dass du einfach glaubst, dass es Found Footage ist. Und das hat die Kinozuschauer 1999 sehr, sehr, sehr geflasht. Blair Witch Project war ein Film, ein Konzept, was wenig gekostet hat. Es gibt so ganz verschiedene Stimmen, die einen sagen $20,000. Ich glaube eher den Aussagen, dass am Ende der Film zwischen $50,000 and $60,000 gekostet hat, weil man sehr viel Geld auch in die Internetseite investiert hat und vor allen Dingen auch noch in die weitere Doku, die dann angeschlossen war und ins Marketing generell. Aber sagen wir mal, $60,000 hat dieser Film gekostet, was für Hollywood-Verhältnisse immer noch ein Witz ist und hat halt Millionen eingespielt. Ein Wahnsinnserfolg, den glaube ich keiner in der Form so erwartet hat. Ja. Ein Element haben wir noch nicht angesprochen, was dieses Filmmaterial angeht, nämlich die Situation, in der es gefunden wird. Ah, ja. Das ist vielleicht noch ganz nett. Also das Ende des Films spielt in einem alten verlassenen Haus. Bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ich habe immer gedacht, das wäre das Haus von Rustin Parr gewesen, weil er auch so... Ich glaube aber nicht, dass das so war. Ja, egal. Also spielt in einem alten verlassenen Haus im Keller. Achso, das ist das Haus, Entschuldige, du meinst die Endsequenz nicht da, wo sie gegraben haben. Die Endsequenz, glaube ich, das soll das Haus von Rustin Parr von diesem Serienkiller sein. Gut, da bin ich auch von überzeugt. Das Filmmaterial, was dann einige Zeit später im Jahr darauf gefunden wird, also innerhalb dieser Legende, die da gebastelt wurde, befand sich im Fundament eines Hauses aus, sie sagen nur Colonial Times, also das wird auch so frühe Moderne gewesen sein, wahrscheinlich 18. Jahrhundert. Spekulation von mir, wahrscheinlich irgendwie der alte Location irgendwie von Blair oder so, wird aber nicht genau gesagt, lassen sie geschickterweise offen. Also es wird da gesprochen von Anthropology Students, die da irgendwie eine Ausgrabung gemacht hätten, also ja Historiker, vielleicht Ur- und Frühgeschichtler, die da irgendwie versuchen, diese historische Stätte zu dokumentieren und wirklich in diesem Fundament, es wird immer gesagt, ja, da war eine Ascheschicht drüber und so weiter, das hätte überhaupt keiner da so platzieren können, ohne diese Schichten irgendwie zu verändern. In diesem Fundament wird der Rucksack gefunden, wo die Filmrollen drin sind. Genau. Also auch so, es wird dann in der Doku gesagt, irgendwie so, als hätte es sich dort materialisiert. Ja. Genau. Das ist also auch nochmal ziemlich spooky. Es wird im Grunde genommen offen gelassen, in welchem örtlichen Verhältnis das dazu steht. Und das hat eine unglaubliche Wirkung alles hinterlassen. Der Film war unglaublich erfolgreich. Es gab Menschen, denen, und das sind immer so Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann, aber die Motion Sickness entwickelt haben, denen übel wurde im Film, die dann sich übergeben mussten, weil die Kamera so doll gewackelt hat. Das kann man sich mal alles gar nicht mehr vorstellen, weil wir natürlich heute mit wackelnden Kinokameras und gerade auch mit 3D da sowieso, glaube ich, völlig überfüttert sind. Aber zum damaligen Zeitpunkt 99 war das ein ungewöhnlicher Film. Ich finde immer bei, wie heißt denn dieser Alien-Film, der auch quasi Found Footage ist? Ach, Cloverfield. Cloverfield. Mhm. Cloverfield hat dann im Prinzip ja die Idee von Blair Witch Project genommen und hat das den Angriff von außerirdischen Mächten auf die Erde verlegt. Monstern. Für mich. Monster, ob sie außerirdisch sind, sei mal dahingestellt, wird auch nicht erklärt.
Godzilla. Kann auch Dimensionsmonster sein. Aber das ist sehr, 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 sehr ähnlich. Und bei Cloverfield hat man dann aber schon eine andere Handkamera, eine HD-Kamera und so. Also mit dieser Idee des Found Footage ist dann sehr, sehr viel rumgespielt worden, natürlich. Aber das war der erste kommerziell so groß erfolgreiche Film, den auch so viele Menschen am Ende gesehen haben. Dass es Fortsetzungen gibt, erwähnen wir mal kurz. Du hast sie gesehen und sagst, die sind alle furchtbar. Ja, vielleicht. Also doch ein, zwei Sätze dazu. Die Macher Sanchez und Murek, also die Macher von Blair Witch Project 1999, haben gesagt irgendwie, ja, wir machen das eigentlich nur unter Vorbehalt. Die wollten auch erst warten, bis der Hype vorbei ist. Artisan Pictures haben gesagt, wir wollen das ganz, ganz schnell, einen zweiten Teil, weil jetzt gerade eben alle drüber reden. Da gab es also schon mal Konflikte. Und es ist dann hinterher mit Blair Witch 2, irgendwie Book of Shadows oder so, eine Fortsetzung entstanden, wo es wahnsinnig viel Hickhack gab. Artisan wollte das Ganze ein bisschen kommerzieller und ein bisschen mehr auf kommerziellen Horror gedrillt haben. Die haben dann auch irgendwie Nachdrehs gefordert. Ich denke, Murek und Sanchez hätten das ganz anders gemacht, also weil der Film auch teilweise so Ansätze hat, diesen Hype, also aus der Lore auszuscheren und diesen Hype aufs Korn zu nehmen, der sich dann hinterher gebildet hat. Die wollten das vermutlich auch durchziehen, denke ich mal, diese Idee. Hat irgendwie alles hinten und vorne nicht funktioniert, weil der Film sich meiner Meinung nach überhaupt nicht entscheiden kann, was er denn eigentlich sein will. Also das hat es einmal gegeben, die haben dann, ich meine, einen Producer-Credit gekriegt, aber wollten eigentlich mit dem Film nicht wirklich was zu tun haben im Nachhinein. Der andere Film von 2016, der dann wieder in die Mythologie hineingeht und den Bruder von Heather Donahue bei seiner Suche nach seiner Schwester zeigt, ist im Prinzip meiner Meinung nach einfach das Gleiche nochmal ein bisschen krasser. Also guckt ihn euch an, wenn ihr auf sowas steht. Aber meiner Meinung nach ist das Ding komplett überflüssig, aber bleibt jedem selber überlassen. Blair Witch Project ist einfach ein gutes Beispiel, wie zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Idee, in dem Fall mit einem passenden Marketing, dem immer noch neuen Internet, ich finde das so witzig, auch in diesen Curse of Blair Witch und auch in einigen Making-ofs dann die alten Webbrowser nochmal zu sehen. Das hat mich so instantan an die Zeit erinnert, als man so einen kleinen blauen Fortschrittsbalken unten in seinem Internetbrowser hatte, während die Seite geladen hat, weil man einfach da noch mit normalen Modems unterwegs ist und man einfach wissen wollte, kommt da noch was? Die schnurchelnden Modems. Das ist einfach eine andere Zeit. Und da hat dieser Film einfach eine unglaubliche Wirkung erzeugt. Und was ich so spannend an Blair Witch finde, und deswegen haben wir auch gesagt, das ist ein Thema für Huxley, ist die Tatsache, wie hier nochmal, ich vergleiche das sehr, sehr gerne mit dem Slenderman, genau das Umgedrehte stattgefunden hat. Ganz, ganz programmatisch haben da Menschen eine fiktionale Geschichte in einer unglaublichen Tiefe gesponnen, um Menschen zu täuschen. Ich sage das jetzt mal ganz bösartig. Natürlich ging es hier darum, einen Film zu machen, bei dem sich Menschen ordentlich gruseln sollen. Und all dieses gehörte natürlich zum Gruselerlebnis dazu. Und das hat ja dazu geführt, dass in Burkittsville ja. das Ortsschild mehrfach geklaut wurde, dass da zum Teil tatsächlich Menschen hingefahren sind und nach den Jugendlichen oder wahlweise nach der Hexe von Blair suchen wollten, dass die Eltern der Schauspieler Beileidschreiben bekommen haben in der ersten Phase, bevor es dann auch Interviews gab und bevor dann irgendwie langsam in den Medien auch klar war, das ist ein Fake, diese ganze Geschichte. Dabei haben die gar nicht so viel in und um in und um Burkittsville gedreht, sondern hauptsächlich so bei Germantown, wenn überhaupt, in Maryland. Aber klar, Burkittsville hat natürlich die volle Breitseite abgekriegt und das war für die wirklich fast ein bisschen wie so ein Fluch. Ich glaube, da war der Film eher der Fluch, als es der Fluch im Film über die Blair Witch gewesen ist. Genau. Und war wahrscheinlich nicht so toll. Genau. Und das ist halt ganz witzig. Also das finde ich sehr, sehr spannend, wie man, wenn man es geschickt anfängt und die Medien auch zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Dingen manipuliert, plötzlich so eine Geschichte hinbekommt. Und wir erleben ja heute so etwas wie ein Kampf in den Medien ja auch, auf der politischen Ebene, auf der gesellschaftlichen Ebene. Wir haben Populisten, die sich im Netz bewegen, und Blair Witch ist zum Beispiel, wie ein Horrorfilm sich damals ein neues Medium zunutze gemacht hat und damit einfach unfassbar erfolgreich war. Das war natürlich auch nicht zu wiederholen, deswegen sind ja all diese Nachfolgefilme, und dann da merkt man dann wieder die Filmindustrie, die sofort sagt, prima, hat einmal funktioniert, machen wir gleich nochmal.
das kannst du halt in dem Moment so nicht wiederholen. Du hast recherchiert, Alex, und hast mir das erzählt, dass die Macher ja eigentlich, wenn überhaupt, eine Fortsetzung von Blair Witch machen wollten, zu einem Zeitpunkt, wo keiner mehr über den ersten Film redet, wo dieser Hype komplett abgeflaut ist. Und da hatten die wohl eine Idee und ein Konzept, aber klar, die Rechte waren verkauft und dann will jemand anders verdienen. Und ich finde vor diesem Hintergrund extrem spannend, dass eine Pressemitteilung heute in der Nacht ja durch die soziale Netzwerke lief, ich muss überlegen, das ist wahrscheinlich am 30. oder 31.10. erfolgt, dass Twitter komplett jegliche politische bezahlte Werbung nicht mehr schalten wird. Was gerade zum Beispiel bei RT Deutsch oder auch im Wahlkampfteam von Trump als Zensur gewertet wird. Und das sind natürlich Millionen von Einnahmen, die Twitter da entgehen. Aber die Aussage des CEOs von Twitter ist, dass man politische Meinung nicht kaufen kann, sondern gesellschaftliche Meinung darf öffentlich vertreten werden, aber nicht gekauft sein. Und ich finde das auch zum heutigen Zeitpunkt jetzt am Ende auch nochmal, um von Halloween ein bisschen wegzukommen, eine hochinteressante Entwicklung. Zum einen haben wir Michael Blume, den wir vor wenigen Monaten hier zu Gast hatten zum Thema Antisemitismus, der sich aus den sozialen Netzwerken abgemeldet hat, der sagt, wenn Breitbart zum offiziellen News-Tenor von Facebook gehört, dann kann ich das nicht mehr mit meinen Daten füttern, dieses System. Umgedreht hat er natürlich Anfeindungen ohne Ende bekommen in allen sozialen Netzwerken. Also so etwas, wo jemand mit einer tollen Stimme, die eigentlich gehört werden muss, sich aus den sozialen Netzwerken zurückzieht, was ich sehr bedauerlich finde, aber auch nachvollziehen kann. Und umgedreht jetzt den Kracher, dass ein großes soziales Netzwerk wie Twitter sagt, es gibt keine bezahlte politische Werbung mehr bei uns. Denn das, was Blair Witch Project seinerzeit im künstlerischen Bereich gemacht hat, ist natürlich etwas, was heute im politischen Bereich versucht wird. Die haben Fake News produziert. Genau. Auch. Und darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Sie haben Fake News produziert für den Film Blair Witch Project und sie haben mit Fake News dafür gesorgt, dass der Film die Aufmerksamkeit bekommen hat, die er bekommen hat. Denn als der Film im Sundance Festival lief, sozusagen als Film außerhalb der Konkurrenz, hatte er eine riesige mediale Aufmerksamkeit durch die Fangemeinde im Internet rund um diese Geschichte von Blair Witch. Und auch deshalb ist dieser Film einfach ganz, ganz interessant. Und ich kann nur sagen, als jemand, der eigentlich Horrorfilme überhaupt nicht gerne guckt, ich konnte mir den sehr, sehr entspannt angucken in der Vorbereitung. Ich habe mir den vorher immer nicht angeguckt, weil ich mich Hättest auch nicht gruseln wollte. Hättest du ihn damals wollte. Auch entspannt angeguckt? Ich glaube vermutlich nicht. Mhm. Da war ich natürlich auch 20 Jahre jünger an einem anderen Zeitpunkt. Und ich glaube, wenn ich den im Kino damals gesehen hätte und vor allen Dingen auch den Hype mehr mitgemacht hätte. Wie ich und meine Schwester. Genau, ihr habt das ja gemacht. Ja. Wir waren ja 99 auch schon ein Paar. Und ich habe das ja mitbekommen, dass ihr ja tatsächlich real auch auf dieser Internetseite unterwegs war. Und du hast ja das Buch dann auch gekauft mit fingierten Berichten und so. Ich glaube, der wäre mir nicht gut bekommen, damals der Film im Kino. Und deswegen ist er aber trotzdem immer noch ein Thema wert und man kann darüber reden. Und insbesondere jetzt in dieser Zusammennahme der Wald, der für Menschen immer eine Bedeutung hatte, die Hexenmotivik, die da drin ist, die Serienkiller-Motivik, all diese Themen, die wir ja hier auch bei Huxilla behandelt haben, ähnlich wie mit einer Akto X-Folge, kommen in diesem Film zusammen. Und, also wer das Waldmotiv bei Blair Witch ein bisschen näher beleuchtet haben möchte, das haben wir jetzt hier ja so ein bisschen ausgeklammert, dem sei die Folge Mythos Wald nochmal ans Herz gelegt. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich muss ja immer sagen, ich mag es eigentlich im Bereich der Fiction, im Bereich von Urban Fantasy, von Horror, mit den Grenzen zwischen Realität und Fiktion zu spielen. Ich mag ja auch bis heute Alternate Reality Games, also Spiele, die sozusagen ein fiktionales Element, ein Storytelling-Element in unseren Alltag mit einbauen und du dann vielleicht, wenn es super läuft, wirklich für ein, zwei Minuten nicht mehr genau weißt, ne, also stimmt das jetzt? Gibt es die Seite wirklich im Netz, die ich mir gerade angucke, oder ist das von irgendjemandem, der das Spiel betreut, gefaked? Also sowas mag ich einfach, aber ich bin mir sehr, sehr stark auch der Gefahren bewusst, weil, wie du es ja gerade so schön ausgeführt hast, natürlich das Stilelemente und das überhaupt Techniken nutzt, die eben auch Populisten
sehr, sehr gerne und oft nutzen, uns einfach irgendwie da so eine alternative Realität zu bauen, die aus Ängsten, aus Feindbildern, aus politischen Motiven bestehen und wir dann natürlich Gefahr laufen, uns in diesen ganzen verschlungenen Pfaden irgendwie zu verlieren und dann tatsächlich nicht mehr unterscheiden zu können, was sind echte Nachrichten und was wird uns da gerade aus politischer Motivation heraus von Menschen vorgegaukelt. Ja, und das 99 fanden das alle total super, was die Macher vom Blair Witch Project gemacht haben, genau dieses Medium so auszunutzen. Und heute macht uns das eher Angst, die Vorstellung, dass das getan wird. Und es wird ja versucht, zumindest das zu tun. Und insofern ist das auch sehr, sehr spannend. Da weiß man jetzt gar nicht, was ist gruseliger, die Idee, Fake News über das Internet zu verbreiten oder der Film Blair Witch Project. Oder echtes Blut aus einer Sprinkleranlage. Genau, das ist die Story der Woche. Kommentiert gerne unter der Folge eure Gedanken zu diesem Film. Vielleicht hat der ein oder andere von euch ja sogar Erinnerungen daran, den Film im Kino gesehen zu haben. Das fänden wir ganz, ganz spannend. Und, ein Hinweis noch, wenn es gibt dieses Jahr oder im Jahr 2019 ein neues Videospiel zum Thema Blair Witch. Wer das gespielt hat, kann uns da auch gerne mal Rückmeldung geben. Ich habe nur einen Trailer gesehen, war da etwas unschlüssig, wie ich das finden soll, abgesehen davon, dass es fantastisch aussieht. Aber wer da mehr weiß und kommentieren möchte, der kann uns gerne wissen lassen, wie er das gefunden hat. Genau, soll keine, keine Werbung für das Spiel sein, aber es ist gerade erschienen und du hast recht, das sieht einfach so fotorealistisch an ein, zwei Stellen aus. Das wäre ein Spiel, was ich nicht spielen würde, weil das wäre mir zu gruselig. Ja. Gruseliger ist ja auch, um das nochmal anzudeuten, die Vorstellung, dass eine Diskothek Blut aus der Sprinkleranlage spritzt. Und da würde mich jetzt wirklich interessieren, ob das stimmt oder nicht. Die Auflösung. Ja, um es gleich mal vorwegzunehmen, die Behauptung, dass dieser Club in Amsterdam, der auch gar nicht so richtig mit der Location seiner Party irgendwie rausrücken wollte, weil das natürlich alles so ein bisschen wie bei Blade irgendwie unter Geheimhaltung lief, ob der tatsächlich echtes Blut aus der Sprinkleranlage hat spritzen lassen, um den Besuchern des Blood Rave, so wurde es beworben, irgendwie dann den ultimativen Kick zu verpassen. Da kann ich euch beruhigen, es war kein echtes Blut. Okay. Aber die Geschichte hat ein echtes Vorbild und zwar aus dem Jahr 2015, da hat es tatsächlich in Amsterdam so einen Blood Rave gegeben, also so eine Party, wo wirklich so ein bisschen, also zu Halloween irgendwie auch, wo wirklich nicht genau gesagt wurde, wo die stattfindet und so weiter, aber die Macher haben auf jeden Fall synthetisches, also Kunstblut verwendet, haben damit natürlich trotzdem, denke ich mal, einen ziemlich krassen Effekt erzielt. Also kann man sich ja auch ganz gut vorstellen. Aber waren sich natürlich auch der Gefahren bewusst und haben es dann auch für nötig empfunden, obwohl sie sagen, ja, unsere Besucher, die wissen wahrscheinlich, dass wir sowas nicht machen würden. Aber wir verkünden es trotzdem nochmal ganz offiziell auf unserer Facebook-Seite. The organization will with synthetic blood in its sprinkler system ensure the ultimate Halloween experience. Also wir wollen euch da den ultimativen Kick zu Halloween verpassen, aber wir wissen natürlich auch, es gibt da Gesundheitsrisiken, wenn wir echtes Blut nehmen, also nehmen wir Kunstblut. Es gibt ja übrigens noch so ein Problem, ich würde das nicht vorhin sagen, weil es zu skeptisch ist, wenn du Blut nicht richtig lagerst, das wird ja auch relativ schnell dick, könnte dann flüssig auch und verstopft dann einfach alles. Also davon mal ganz ab. Also ja, bin mal ganz froh, dass das nicht stimmt, diese Geschichte. Wir können sagen, dass an Halloween tatsächlich jetzt die, um ein bisschen Werbung tatsächlich zu machen, aber in eigener Sache, die erste Folge nach vielen Jahren der Black Suite Stories auch online gegangen ist. Am 31. Online gegangen sein wird. Zweites Futur bei Sonnenaufgang. Genau. Das heißt, die Black Suite Stories sollen jetzt im monatlichen Zyklus auch wieder weitergehen. Wer das nicht kennt, ist ein Vorlesepodcast, den Alexa nach unserem Umzug nach Hamburg gestartet hat, der dann irgendwann aus Zeitgründen ein bisschen ruhen musste und jetzt wieder aufgelebt. Genau, wir haben ja heute Halloween 2019 und genau vor 5 Jahren, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, erschien die letzte Folge der Black Suite Stories. Und insofern Also ich lese Common License Literatur, also alles, was sozusagen frei verfügbar im Netz ist.
Edgar Allan Poe, also unheimliche Geschichten, aber auch erotische Geschichten, also Marquis de Sade, wer auf sowas steht, ist da in Teilen nicht ganz, also zu hören, Justine. Ja, guckt mal vorbei und ich hoffe auch, die neue Folge findet Fans und Abnehmer und Hörer und bin schon ganz gespannt. Ich würde sagen, nicht was es ist, das müsst ihr dann rausfinden unter blacksfieldstories.com. Werde das aber auch verlinken bei dieser Folge mal, dass ihr dann auch das Projekt findet. Von mir gibt es auch ein neues Nebenprojekt wieder, Werkgetreu James Cameron, ein Podcast über die Filme von James Cameron, die ich wieder mit dem Basti und Arne mache, gemeinsam, mit denen ich schon den Firefly Cast und Minutenweise Matrix gemacht habe. Also insofern gibt es weiter kontinuierlich Audio-Content aus diesem Hause hier. Und wir bedanken uns natürlich bei euch dafür, dass ihr das alles am Leben erhaltet und dass ihr Huxilla so unterstützt, wie er es tut. Und damit meine ich insbesondere natürlich auch die finanzielle Unterstützung, die uns sehr, 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 sehr hilft bei vielen, vielen Projekten, die wir ja machen und die irgendwie ja auch finanziert werden müssen. Und einfach dabei, dass wir bis auf einen Monat bisher es jetzt auch wirklich geschafft haben, wieder zwei Folgen im Monat anzubieten. Mit großer Freude und viel Elan, weil ihr uns einfach, ja, weiß ich auch nicht, so viel Freude macht und so unterstützt auf allen möglichen Wegen, dass wir gar nicht anders können, als dieses Projekt weiterhin ja super gerne fortzuführen. Genau, also die Freiheit, die wir haben, weil wir nicht mehr das Videoprojekt machen, ist sehr, sehr schön. Und ich habe vor wenigen Tagen einen Kommentar, den habe ich noch gar nicht freigeschaltet, weil ich finde, der passt auch gar nicht hin. Und das Episodenarchiv, wo jemand sagt, das ist ja alles ganz tolle Themen, die ihr macht, aber macht das doch mal als Video und macht das dann alles auf YouTube. Da habe ich sehr, sehr geschmunzelt, weil ich gedacht habe, haben wir versucht, war okay, frisst so viel Zeit. Aber es gibt Huxilla bei YouTube insofern. Ja gut, aber nur als Audio-Content. Ja. Das erste Jahr jetzt wieder nur im Audioformat ist rum und wir sind damit sehr, sehr glücklich, sehr, sehr zufrieden und haben so viele Ideen für Themen, dass es nicht langweilig wird. Und im Moment prasseln auch wieder Themen auf uns ein. Ich würde vielleicht nochmal bitten an alle, die uns hört, am besten schreibt uns eine E-Mail. Ich weiß, wir sind auf allen sozialen Netzwerken vertreten und ihr schreibt uns auf Facebook, ihr schreibt uns auf Instagram, ihr schreibt uns auf Twitter und was weiß ich, wo ihr uns alle auch schreibt. Wenn ihr Themenvorschläge oder Anfragen habt, ich habe gerade gesehen, ich habe eine Patreon-Anfrage, die ich seit 1000 Jahren nicht beantwortet habe, weil ich die einfach gar nicht gesehen habe. Am besten alles, was ihr mit uns kommunizieren möchtet, an info@huxilla.com und dann können wir das sortieren. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir nicht auf jede Mail antworten können oder auch schnell antworten können. Wir bemühen uns darum, aber es ist einfach sehr, sehr viel, was total schön ist. Wir freuen uns auch. Wir lesen alles. Wir lesen alles und wir freuen uns auch sehr über all diejenigen, die Folgen verteilen, die Rezensionen schreiben und alles, also freut uns alles sehr, aber wir können das einfach alles gar nicht mehr kommentieren, weil im Moment tatsächlich wir den Eindruck haben, dass Huxilla wieder richtig anzieht und das ist ein Zeichen dafür, wenn man ein Jahr kontinuierlich Inhalt anbietet, dass ihr das sehr, sehr zu schätzen wisst und das freut uns sehr und ja, wir freuen uns auch über jeden, der einen Dauerauftrag einrichtet und uns bei unserer Arbeit hilft. So, jetzt sind wir gehen wir uns verkleiden und Trick or Treat spielen. Das diskutieren wir gleich, wenn die Mikros aus sind. Euch da draußen alles Gute. Wir hören uns im November wieder bei Huxilla. Und bis dahin natürlich bis zur nächsten Episode. Immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patron bei Patreon oder über PayPal oder über unsere Amazon Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links. Und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.